doch meine Liebe Vaterstadt. Bei dir bin ich zu Haus. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. In dir kenn ich mich aus. Hier weiß ich, wann der Wind sich dreht und wo die Möwe wohnt. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. Du hast mich heimgelohnt. Große Worte liebt man nicht an Kais und Werften. Hier gilt nur ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Deine Snacks und deine zärtlich rauen Hände waren immer voller Offenheit. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. Bei dir bin ich zu Haus. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt, in dir kenn ich mich aus. Hier weiß ich, wann der Wind sich dreht und wo die Möwe wohnt. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt, du hast mich reich belohnt. Deine Glückszahl ist uns zum Symbol geworden. Sieben Tore, sieben Türme unterm Ding. Sieben Brücken, sieben Linden, Stadt im Norden. Tja, so zählten wir's schon als Kind. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. Bei dir, da bin ich zu Haus. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. In dir kenn ich mich aus. Hier weiß ich, wann der Wind sich dreht und wo die Möwe wohnt. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt, du hast mich reich belohnt. Jeder Tag in dir erzählt mir ein Stück Leben. Deine ersten Schritte waren hart und schwer. Doch dein Lächeln ist bis heute jung geblieben. Jung und schön, so wie dein weites Meer. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. Bei dir bin ich zu Haus. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. In dir kenn ich mich aus. Hier weiß ich, wann der Wind sich dreht und wo die Möwe wohnt. Du mein Rostock, meine liebe Vaterstadt. Du hast mich reich belohnt.
selbstbewusste, aufwärts strebende Stadt. Einstmals mächtiger Handelsplatz mit würdigen Kaufherren, geschickten Handwerkern, kühnen Fischern, mit alten Patrizierhäusern und stolzen Hanseschiffen, heute mehr denn je wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt des Mecklenburger Landes. Bevorzugte Sport- und Kongressstadt, vielgepriesenes Reiseziel. Seestadt Rostock. Hier, wo sich die Warnow kurz vor ihrer Mündung in die Ostsee zu einem breiten Strom erweitert, fanden die Seeschiffe schon immer einen vor Sturmwetter schützenden Hafen. Droben, auf der Höhe, bauten die ersten Schiffer und Kaufleute ihr Marktgeviert und ihre St. Peter geweihte Kirche. Das ist die Rostocker Marienkirche. Ein Backsteinbau aus bodenständigem Material, der zu den großartigsten und schönsten der deutschen Ostseeküste zählt. Seine Entstehungszeit umfasst die beiden größten Jahrhunderte der Stadtgeschichte, das 13. und 14. Jahrhundert. Im Jahre 1218 erringt der noch kleine Marktflecken Stadt- und Zollrechte. Nun beginnt der Aufstieg der deutschen Stadt Rostock. Ein Zustrom kaufmännischer und handwerklicher Siedler setzt ein, der Raum wird zu eng. Eine zweite, eine dritte Schwesterstadt wächst empor und schließlich vereinigen sich alle drei zu einem Ganzen, das zur Blütezeit der Hanse ein mächtiges Mitglied dieses Städtebundes wird. Mittelalterlichen Jahrhunderte schufen Rostocks Größe und formten sein Stadtbild. Die alten Stadttore legen noch heute ein beredtes Zeugnis davon ab, was das für eine kriegerische, bewegte Zeit gewesen sein muss. Viel von dieser städtischen Selbstherrlichkeit hat sich Rostock bis auf den heutigen Tag erhalten.
Ja, das ist das alte Rathaus an einem der schönsten deutschen Marktplätze. Eine richtige gute Stube. Vergangenheit und Gegenwart vereinigen sich in Rostock zu einer selten glücklichen Harmonie. Nächst Heidelberg und Leipzig ist die Rostocker Universität die älteste reichsdeutsche Hochschule. Seit Jahrzehnten genügt der immer mehr wachsenden Stadt der Raum innerhalb der alten Mauern nicht mehr und hinter den Anlagen und Grünflächen der Welle entstehen neuzeitliche Siedlungen und Vorstädte mustergültiger Art. Neuanlagen, die herrlich gelegene Festspiel- und Massenversammlungsstätte, die Kongresshalle, die Rennbahn und viele schöne Sportplätze zeigen den Aufbauwillen der Stadt. Dass Rostock eine Hafenstadt ist, für deren beträchtlichen Umschlag moderne Hafenanlagen zur Verfügung stehen. Nur 13 Kilometer trennen Rostock vom Ostseebad Warnemünde, mit dem es zu einer wirklich idealen Großstadt verbunden ist. Die Reise nach Jütland, ach, die fällt uns gar schwer, oh du einst.
einzig schönes Mädchen, wir sehen uns nicht mehr. O du einzig schönes Mädchen, wir sehen uns nicht mehr. Des Sonntags frühmorgens kam der Lotse an Bord. Frisch auf, ihr Jungmatrosen, heute müssen wir fort. Frisch auf, ihr Jungmatrosen, heute müssen wir fort. Kein deutscher Hafen ist von den dänischen Inseln in so kurzer Zeit zu erreichen wie Rostock, Warnemünde. In jedem Jahr finden hier viele tausende Fremde, neben geschichtlichen Erinnerungen, die Reize einer abwechslungsreichen Natur und in bekannter norddeutscher Gastfreundlichkeit Erholung und Freude. Und Frucht, Saat und Ernte bestimmen im Lande Mecklenburg den Lauf der Zeit und das Tagewerk der Menschen, die der Scholle dienend mit ihr verwurzelt sind. Von rund 800.000 Einwohnern steht weit mehr als ein Drittel, ja beinahe die Hälfte im Dienste der Landwirtschaft. Musik.
Und doch muss noch dort, wo Menschenhand den Segen des Bodens nicht allein bergen kann, die Maschine helfend eingreifen. Rund drei Viertel des Grund und Bodens ist landwirtschaftliche Nutzungsfläche. Und neben dem Ackerbau ist es die Viehzucht, die den Ruf Mecklenburgs ausmacht. Mecklenburger leichtes Warmblut und schweres Kaltblut finden in Züchterkreisen berechtigte Anerkennung und die Statistik weist einen Bestand von rund 120.000 Pferden nach. Der ausgedehnte Gutsbesitz mit seinen großen Weideflächen hat starken Anteil an dieser Entwicklung. Aber auch in den nach niedersächsischer Art hochgiebigen, strohgedeckten, kleinbäuerlichen Gehöften wohnt ein schlichter, gerader, wertvoller Menschenschlag, der sein Herz nicht auf der Zunge trägt. Der Fremde mag wohl glauben, dass sich das Mecklenburger Land in einer gewissen landwirtschaftlichen Zwecknüchternheit erschöpft. Dem ist nicht so. Mecklenburg ist schön. Es ist das Land der 650 Seen. Zwischen zwei flachen Hügelzügen zieht sich die Mecklenburgische Seenplatte entlang. Ihre großen und kleinen Wasser sind ein Paradies der Paddler und Segler. In einer Ausdehnung von 135 Quadratkilometern ist einer von ihnen die Müritz mit der alten Stadt Waren, der größte Binnensee Norddeutschlands. Zwischen Wald und Wiesen und Wasser schmiegt sich hie und da manch kleines Landstädtchen. Reich an Vergangenheit mit Toren und Türmen und altem Bauwerk in die Landschaft ein. In einem Städtchen dieser Art, in Stavenhagen, wurde Fritz Reuter als Sohn des dortigen Bürgermeisters 1810 geboren. Der gemütvolle, frohsinnige Dichter von Hanne Nüthe und Onkel Bresig, der aufrechte deutsche Mann, alljährlich gedenkt die kleine Vaterstadt ihres großen Sohnes. Neubrandenburg ist die Stätte von Reuters dichterischem Schaffen. Über den kleinen Markt wird er so manches Mal zum Ratskeller gewandelt sein, um in fröhlicher Runde seine Leuschen und Riemels zu erzählen. Rings um die Stadt zieht sich noch heute eine durch Doppelwall und Gräben gesicherte Mauerwehr. Ein Kennzeichen früherer bürgerlicher Wehrhaftigkeit, wie wir es in Abwandlungen bei verschiedenen Siedlungen dieser Landschaft finden. Vier mächtige gotische Tore krönen die Umwallung. Im Schutze der Mauern fühlen sich die rechteckigen Wieghäuschen, das heißt die einstigen Wachthäuschen, geborgen.
in Sternform als Fürstenresidenz angelegt, zeigt sich Neustrelitz. Bekanntlich zur viel Mecklenburg seit Anfang des 18. Jahrhunderts, bis auf unsere Zeit in zwei selbstständige Herrschaftsgebiete. Erst das Dritte Reich beseitigte im Jahre 1934 diese kleinstaatliche Zersplitterung. In dem nach französischem Vorbild gestalteten Schlosspark hegt man einen reichen Bestand an zahmem Dammwild. Das unweit von Neustrelitz gelegene Schlösschen Hohenzieritz, ein echter mecklenburgischer Landedelsitz, erinnert an Preußens Königin Luise, die hier heimging. Das Zeitalter Wallensteins lebt in Güstrow auf. In dem machtvollen Renaissance-Schloss residierte einst für einige Jahre der große Feldherr der Kaiserlichen, als ihm Mecklenburg zum Lehen überlassen worden war. In den Wassern des Schweriner und des Burgsees spiegelt sich malerisch die einstige Residenz der Großherzöge von Mecklenburg-Schwerin. Fürstlicher Kunstsinn prägt sich auch in den übrigen Bauten dieser Stadt aus. Nordwestlich der jetzigen Landeshauptstadt, am Rosenberg von Gadebusch, besiegelte Theodor Körner seine Liebe zum Vaterland mit dem Tode. Unter den Eichen von Wöbelin ist seine oder seinen Grabstätte. Unser Geist atmet das alte Wismar, droben an der Ostseeküste. Deutsche Kaufleute haben es schon um 1200 gegründet und seitdem hat es sich zu einem wichtigen Seehandelsplatz zwischen dem Norden und Deutschland entwickelt. In Wismars Altstadt erlebt man es, wie der norddeutsche Backsteinbau die großen Stilgesetze der Baukunst auf seine kraftvoll gedrungene, bodenständige Art meistert. Zeugen seiner reifsten Durchbildung sind vor allem die Kirchenbauten, die schwer und herb wie das Land ringsum aus dem Boden wachsen und sich den Himmel erkämpfen. Wo die Warnow sich zur 500 Meter breiten Bucht weitet, liegt Rostock, die größte Stadt Mecklenburgs. Ein weiterer gewichtiger Handelsplatz der deutschen Ostseeküste. Auch hier spricht die Vergangenheit auf Schritt und Tritt zu uns. Feldmarschall Leberecht von Blücher wurde hier geboren. Der alte Haudegen steht in Erz vor der Universität, der ältesten hohen Schule Norddeutschlands. Auf dem Markt erzählen die alten, würdigen Giebelhäuser ebenso eindringlich von wirtschaftlichem Selbstbewusstsein wie das neuzeitliche Ständehaus. Gleich einer Perlenschnur reiht sich an der mecklenburgischen Küste Seebad an Seebad. Es sind Namen darunter wie Gral, Müritz, Heiligendamm, Brunshaupten und viele andere, die die Begriffe Ostseebad und Ostseestrand seit Jahrzehnten geprägt haben, zumal sie vom Binnenland her dank günstiger Verbindungen schnell und leicht zu erreichen sind.
unbestrittene Königin der mecklenburgischen Bäderküste ist Warnemünde mit seinen weiten Strand- und Kuranlagen. Von der Langen Mole fahren die stattlichen Schiffe des mit der Reichsbahn in enger Verbindung stehenden Seedienstes Ostpreußen aus, um den deutschen Osten mit dem deutschen Mutterlande untrennbar zu verbinden. Fischereihafen von Warnemünde ist der Bereich der Flundernfischer. Von hier aus gehen ihre Fischkutter täglich zum Fang in See. Flundern werden mit dem Netz gefangen. Noch auf der Fahrt sondert man die brauchbare Handelsware aus und gibt die Jungfische dem Meere zurück. Nach Heimkehr werden die Flundern auf schnellstem Wege zum Versand ins Binnenland gebracht. Die Reichsbahn arbeitet mit den Fischern Hand in Hand, um die beliebte Ostseeflunder als Frischfisch dem Markt zuzuleiten. Der Bahnhof Warnemünde ist nicht nur Mittelpunkt für den Ostseebäderverkehr, sondern zugleich auch internationales Verkehrsgebiet. Ohne dass der Reisende seinen bequemen D-Zugwagen zu verlassen braucht, wird er auf das breit gebaute Fährschiff übergeleitet. In mehrstündiger Fahrt trägt das Schiff seine Wagenlast sicher hinüber nach Jezer zum dänischen Ufer. Mecklenburg, die Kornkammer, das Land der stillen Seen und verträumten Städtchen, ist damit der Brückenkopf zu einer Brücke ohne Pfeiler und Bogen und Streben hinauf nach dem Nordland, mit dem wir nach Rasse, Art und Kultur aufs Innerste verwandt sind.
Willkommen in Rostock, willkommen in der alten Hafenstadt mit dem jungen Gesicht. Hier innen sei Eintracht und Volkswohl, heißt es einladend über dem ehrwürdigen Steintor der Stadt Rostock. Diese Demonstration für Frieden und Völkerfreundschaft eröffnet die Ostseewoche, die mit ihren ungezählten Veranstaltungen den Gästen aus allen Ostseeländern Entspannung und Erlebnisse in reichem Maße bescheren wird. Groß und klein treffen sich auf dem Kinderfest im Rosengarten. Volksfeste überall, auch im hübschen Ostseebad Warnemünde. Industrie- und Landwirtschaftsmesse in Rostock-Schutow, Leistungsschau des Ostseebezirks. Neben den traditionellen Erzeugnissen werden Produkte neuer Industrien, vor allem des modernen Schiffbaus, vorgestellt. Hier sind die Kinder natürlich kaum wegzukriegen, besonders die über 30 nicht. Küste, Meer, Segeln, das gehört zusammen. So wie die Ostseewoche ist auch die internationale Regatta in der Bucht von Warnemünde schon Tradition geworden. Wenn einer aber nicht ganz so seefest ist, kann er sich mit einer Hafenrundfahrt begnügen, die einen guten Eindruck vom alten und neuen Überseehafen vermittelt. Diese jungen Leute haben sich ein bisschen aus dem Zeltlager Gralmüritz verkrümelt. In der Abgeschiedenheit des Strandes bittet niemand um Ruhe.
Wir sehen uns inzwischen ein wenig im internationalen Zeltlager der Jugend um. Heute Abend ist ein Meeting der Atomkriegsgegner. Auf der bunten Abendveranstaltung der Deutsch-Nordischen Gesellschaft herrscht Hochstimmung. Wie man hört, ist Wein ein guter Dolmetscher. Ob dänisch gesungen oder schwedisch getanzt, allen macht's Vergnügen. So, nun wollen wir einmal sehen, was unsere Freunde auf ihren Exkursionen erlebt haben. Sie viel unterwegs gewesen sind. Schade war ja natürlich nur, dass es zu viel geregnet hat. Aber wie war es trotzdem in Blankenhagen? Also wir waren halt mycket ute och rört på oss. Det var naturligtvis tråkigt att det regnade så mycket. Men hur var det i Blankenhagen? Ja, jag har aldrig förut sett något sånt där på stjärnorna. Det var den första gången och jag tyckte det var verkligen fascinerande för de hade byggt upp en gammal kvarn. Blankenhagen ist eines der vielen mecklenburgischen Dörfer von heute. Den Einwohnern war die alte Schule, deren Bänke sie selbst noch gedrückt hatten, zu eng geworden. Deshalb bauten sie für ihre Kinder eine neue. Und hier das Prunkstück, ein Kulturhaus mit Sternwarte in einer ausgedienten Windmühle. Skål, Kippis, Prost. Der Bürgermeister, zugleich Zimmermann, eigener Chefarchitekt und Innenausstatter, kann mit Recht stolz sein. Alles wurde unter seiner Leitung selbst gebaut und ausgestattet. Hier geht es zwar zu den Sternen, aber das Wetter machen die Blankenhagener leider nicht selber. So müssen wir uns eben mit einem Rundblick auf das schöne Dorf zufrieden geben. So viele kulturelle Veranstaltungen hier. Was haben Sie bevorzugt?
Wir haben Tomanoko gehört. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen, besonders die Soprane, die habe ich sehr gern. Die haben wunderbar Bach gesungen und dann auch manche moderne Kompositoren, wie zum Beispiel Zoltán Kodály, das war wunderschön. Das Doberaner Münster, erbaut in den Jahren 1294 bis 1368, ist vielleicht eine der schönsten Kirchen der norddeutschen Backsteingotik. Der Leipziger Thomanerchor unter seinem Dirigenten, Nationalpreisträger Mauersberger. Vielleicht hier hinsetzen, ja, wo kannst du da Platz her? Wie wurdet her? Ihr erste Gang bei österreichischen Weckern? Nein. Der wie dann? Vier Gang. Ja, so waren die sehr Titels. Was haben Sie bisher gesehen? Wir haben Skiffwerfter, Landbrug, Verbrecher. Welche dieser Werften war das? War das hier in Rostock? Oder war das hier? Unser Freund, ein dänischer Gewerkschafter, ist bereits zum vierten Male hier. Diesmal interessierte er sich besonders für eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft und den Schiffbau. Ja, spezielle arbejder. Die Warnow-Werft, bekannt durch ihre Serienfertigung großer Frachtschiffe, erhält Besuch. Wie lange Zimmer arbeiten Lehrlinge? Wie viele Stunden arbeiten die Lehrlinge? Auf den Arm. Tag oder in der Woche? Jeder Woche, ja. 40 Stunden in der Woche. 400 Zimmer per Uhr. Das ist für bestimmte Altersgrenzen festgelegt und selbstverständlich dürfen Lehrlinge auch keine Nachtschicht arbeiten. Das ist in den gesetzlichen Regelungen genau festgelegt. Die Arbeiter eger inhalten? Inhalten, ja. Das hier geht ohne Übersetzer. Und dann ist die Ostseewoche plötzlich zu Ende. Aber im nächsten Jahr ist wieder eine. Und Sie wissen ja, Sie sind immer willkommen in Rostock.
Mecklenburger Fischlandküste. Die Schönheit der Landschaft des Ostseebezirks konnte nie darüber hinwegtäuschen, dass der größte Teil der Landbevölkerung jahrhundertelang unter der Herrschaft der Grundbesitzer zu leiden hatte. Seit einem Vierteljahrhundert prägt der Sozialismus die Entwicklung des früher rückständigen Bezirks. Kooperation und moderne Technik brachten den Bauern soziale Sicherheit. Bei 6,5% der DDR-Fläche beträgt der Anteil der Landwirtschaft am Bruttoprodukt 7,2%. Auch das Gesicht des Dorfes wandelte sich. Grundlose Wege und alte Tagelöhnerkarten mussten Neubauten weichen. Die Lebensbedingungen auf dem Lande wurden auch durch die Einrichtung von Kulturhäusern und Schulen verbessert. Bildungsprivilegien wurden gebrochen. Damit wurde der Weg zum Studium für Arbeiter- und Bauernkinder frei. 1946 studierten an der Rostocker Universität 900 Studenten. Heute sind es über 5000 Studierende, darunter Kommilitonen aus 41 Staaten. Die Seebäder sind Urlaubsziel der DDR-Bürger und zunehmend von Gästen aus den sozialistischen Ländern Osteuropas und Skandinaviens. Seeverkehr und Schiffbau der DDR sind symbolisch für das sozialistische Wachstum. Der neu erbaute Rostocker Überseehafen zeigt die Flaggen aller Kontinente. Schiffe aus 51 Nationen liefen im letzten Jahr diesen Hafen an. Anno 1585. Ein einzigartig erhaltenes Dokument ist eine mittelalterliche Darstellung der Seestadt Rostock, die trotz der Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges Spuren ihrer über 700-jährigen Geschichte mit Baudenkmälern der norddeutschen Backsteingotik erhalten konnte. Laufende Rekonstruktionen bewirkten, dass die Hauptstadt des Ostseebezirks mit Bauten vieler Stilarten, der Gotik, Renaissance und des Barock, Zeugen ihrer wechselvollen Geschichte bewahrt hat. Die Marienkirche, ein wiederinstand gesetzter Bau der mittelalterlichen Ostseegotik. Ein Renaissanceportal um 1590. Im Wiederaufbau der im Kriege stark zerstörten Stadt wurden traditionelle Architekturelemente berücksichtigt. In den letzten Jahren ist Rostock im stürmischen Wachstum auch mit vielen neuzeitlichen Bauten über seinen historischen Kern hinausgewachsen. Im Haus der Schifffahrt laufen die Fäden zusammen, die Rostock im freundschaftlichen Handel mit der ganzen Welt verbinden. Inmitten moderner Architektur der Brunnen der Sieben Schwestern, Sinnbild friedlichen Zusammenlebens der Anrainerstaaten eines Meeres, der Ostsee. Wohn- und Hotelbauten, in denen sich nicht nur Rostocker Bürger, sondern auch ihre Gäste aus dem In- und Ausland wohlfühlen. In 20 Jahren hat sich die Einwohnerzahl der Großstadt verdoppelt. Das schnelle Anwachsen der sozialistischen Großindustrie, wie der Schiffswerften, der Motorenwerke, des Überseehafens und des Fischfangs, veränderte auch das Gesicht Rostocks. Die komplexe Planung beim Neuaufbau brachte der Metropole des Ostseebezirks neue Stadtteile mit zweckentsprechenden Lösungen. Lüttenklein ist das größte geschlossene Neubaugebiet Rostocks. Nach seiner Vollendung wird es 150.000 Menschen aufnehmen. Die gesamte Baukonzeption wurde in Kollektiven der Bauschaffenden, der Architekten und des Verbandes Bildender Künstler in der Prognose für die nächsten Jahre festgelegt. Auch die zukünftige Gestaltung der Stadt wird in laufender Diskussion des neu eingerichteten Büros für Stadtplanung mit den Bürgern weiterentwickelt.
Zu den vielen Einrichtungen kulturellen Lebens gehört jetzt auch ein 10.000 Tonnen Traditionsfrachter, der kürzlich als neu errichtetes Museum im Rostocker Hafen vor Anker ging. Seine Exponate und Modelle geben einen Überblick über die Entwicklung vom Hansekoggen des Mittelalters bis zum modernen, teilautomatisierten Handelsschiff. Ein Krabelschiff des 15. Jahrhunderts. Die rot-weiß-blauen Wappen der modernen Rostocker Frachtschiffe sind mit über 1 Million Tonnen in den Häfen aller Kontinente zu finden. In aller Welt schätzt man die Qualität des Schiffbaus des Ostseebezirks der DDR. Der Trockenfrachter, Fischereifahrzeuge, Fahrgast- und Spezialschiffe bis 20.000 Tonnen. Wissenschaftliche Forschung in vielen Zweigen sicherte dem Schiffbau des Ostseebezirks anerkanntes Weltniveau. In 5 Großwerften des Ostseebezirks sind heute 51.000 Werktätige beschäftigt. Mit einem Ausstoß von jährlich über 70.000 Bruttoregistertonnen ist die Stralsunder Volkswerft die größte Fischereifahrzeugwerft der Welt. Über 100 Schiffe des teilautomatisierten Fang- und Gefrierschiffes Atlantik wurden bisher ausgeliefert. Von der Matthias-Thesen-Werft in Wismar wurden mehrere 20.000 Tonnen Fahrgastschiffe gebaut und ins Ausland exportiert. Eine der größten Werften der Welt in der Produktion von hochgradig automatisierten Stückgutfrachtern ist die Warnow-Werft in Rostock-Warnemünde. Sie verfügt über Schiffbauhallen mit einer Produktionsfläche von 20.000 Quadratmetern. Die Stralsunder Volkswerft bringt ihre Fischereifahrzeuge seitlich zu Wasser. Die Deutsche Demokratische Republik zählt heute zu den führenden Schiffsexporteuren der Welt. Fischerei-, Transport- und Verarbeitungsschiffe der Matthias-Thesen-Werft in Wismar sind ebenfalls weltbekannt. Die Schiffe der Rostocker Warnow-Werft sind zumeist für den Transport von Containern, Stückgut und Schwergut bestimmt. Zu den Auftraggebern zählen neben den sozialistischen Ländern und jungen Nationalstaaten auch kapitalistische Reeder aus Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark, Irland, der Schweiz und Westdeutschland. Mit dem Aufbau des Sozialismus in der DDR entwickelte sich aus einem gesellschaftlich und ökonomisch rückständigen Gebiet der Ostseebezirk zu einem bedeutsamen Seefahrts-, Industrie- und Handelszentrum. Einer von 7 Anliegerstaaten der Ostsee ist die Deutsche Demokratische Republik mit ihrer Hauptstadt Berlin. Das Territorium der DDR ist aufgeteilt in 15 Bezirke. Im Norden, über die gesamte Breite der Ostseeküste, erstreckt sich der Bezirk Rostock mit seiner gleichnamigen Bezirkshauptstadt. Thank you.
Mehrmals am Tag sind sie unterwegs, die schnellen Lotsenboote von der Rostocker Lotsenstation. Erfahrene Kapitäne führen ankommende Schiffe sicher in den Hafen, bis hin zum freien Liegeplatz, wo Kräne, Lastkraftwagen und Eisenbahnwagen bereitstehen. Wenn der Lotse an Bord kommt, heißt das für die Seeleute nach langer Fahrt baldige Rückkehr in die Heimat und für andere Landgang in einem fremden Land. Seeleute, Transitreisende, Urlauber und Touristen gehören zum Alltag des Bezirkes Rostock. Zeitweise hält sich hier die Zahl der Fremden und der Einheimischen die Waage. Den Fremden, der den Norden der DDR besucht, erwartet eine Region, deren wichtigstes Merkmal wohl die geradezu dynamische Entwicklung in den letzten drei Jahrzehnten ist. Rostocker Hafen, Tor zur Welt für den Außenhandel der DDR. Noch vor zwei Jahrzehnten waren hier ein Stück Wiese und Sumpf und ein kleiner Fluss. Heute sind 20.000 Hafenarbeiter und Seeleute darum bemüht, den steigenden Transport- und Umschlagbedarf des DDR-Außenhandels in ihrem Bereich, dem Seeverkehr und der Hafenwirtschaft, zu sichern. Jede zweite Tonne, die hier umgeschlagen wird, stammt aus dem Handel mit der befreundeten Sowjetunion. Es wird einer kommen für die Raubumsetzung. Der Reichtum des Meeres ist wie eh und je eine wichtige Erwerbsquelle seiner Anwohner. Die einst in bescheidenem Umfang betriebene Küstenfischerei erfuhr eine grundlegende Wandlung. Aufbau einer leistungsfähigen Fischfangflotte und die Einrichtung moderner Betriebe der Fischverarbeitung machten diesen Wirtschaftszweig zu einem ganz bedeutenden des Bezirkes. Gemeinsam mit den Kollegen der volkseigenen Fischfangflotte sorgen wie hier Genossenschaftsfischer aus 30 Fischereiproduktionsgenossenschaften dafür, dass das ganze Land mit dem wichtigen Nahrungsmittel Fisch versorgt wird. Sie gehören zu dem, was die Geschichte eines Küstenlandstriches prägt. Und in ihrer Umgebung sind noch heute deutlich die Spuren vergangener Zeit zu erkennen. Spuren aus der Zeit der Hanse, diesem größten und einflussreichsten deutschen Städtebund. Durch ihn beherrschten vom 14. Jahrhundert an reiche Fernhändler 300 Jahre lang den deutschen Seehandel. Eine wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit für die Hansestädte Rostock, Stralsund, Greifswald und Wismar. Zeugnisse für Reichtum und wachsendes Selbstbewusstsein der norddeutschen Städte. Die Universitäten in Rostock und Greifswald bewahren das Andenken an berühmte Gelehrte, die hier forschten und lehrten. In der Epoche der frühbürgerlichen Revolution,
in einer Zeit stürmischen materiellen und geistigen Aufschwungs, die im Jahre 1618 jäh zu Ende ging. Ein 30 Jahre währender Krieg hinterließ ein zerstörtes und ausgebranntes Land. Es folgte ein 21 Jahre langer Krieg und dann ein 7-jähriger. Und es folgten noch viele. Beispiellos litt der Nordosten Deutschlands unter der Ausplünderung durch die Fremden und durch den einheimischen Landadel. So sah ein normaler Unterrichtsraum aus, schmale Bänke für Kinder aller Altersstufen und natürlich der Prügelstock auf dem Pult. Den Bauernkindern bot das Leben zwei Chancen, entweder für ihren Gutsherrn in den Sielen zu sterben oder für Kaiser, Gott und Vaterland auf irgendeinem Schlachtfeld ihr Leben zu lassen. Der lang ersehnte erste Schultag ist gekommen. Diese Kinder werden bald erfahren, dass es nicht immer selbstverständlich war, ohne Not und Sorgen die Schule zu besuchen. Sie werden von einer langen Geschichte Deutschlands hören, deren wichtigster Wendepunkt im Frühling 1945 war, als der Osten Deutschlands von der Sowjetunion befreit wurde und als die Arbeiter und Bauern begannen, die Macht in ihre Hände zu nehmen. Ob Sie Ihren ersten Schultag haben, mit Ihrer Lehrausbildung oder mit dem Studium beginnen, Sie gehören zu den heranwachsenden Generationen, für die gleiche Bildungschancen zur Selbstverständlichkeit geworden sind. 10.500 junge Leute, in der Mehrzahl Kinder von Arbeitern und Bauern, studieren heute an den 15 Hoch- und Fachschulen und den beiden Universitäten. Die älteste ist die 550 Jahre alte Rostocker Universität, einst die Leuchte des Nordens genannt. Auf ein praxisbezogenes Studium legen alle Sektionen und Bereiche besonderen Wert. Die Rostocker Sektion Schiffstechnik bildet zum Beispiel den wissenschaftlichen und technischen Nachwuchs für den Schiffbau aus. Hier soll ein Experiment im Rundlaufkanal neue Ergebnisse zum Forschungsthema Steuerbarkeit von Schiffen bringen. Der Schiffbau ist zweifellos der größte und bedeutendste Industriezweig des Nordbezirkes. Unter vielen Staatsflaggen fahren Schiffe aus der DDR über die Weltmeere. Der wichtigste Auftraggeber für den DDR-Schiffbau ist die Sowjetunion. Als sich dieser Industriezweig vor 30 Jahren zu entwickeln begann, gab es wenig, worauf er aufbauen konnte. In der Stadt Rostock existierte eine einzige nennenswerte Werft, die für Jahrzehnte einziges Zentrum des Industrieproletariats war. Heute arbeiten 40.000 Werktätige in den 5 Großwerften des Bezirkes. Die umfangreiche Industrialisierung ist kennzeichnend für die Entwicklung dieser Region. Am deutlichsten zu erkennen ist dies wohl im Bauwesen. Die notwendige Lösung eines sozialen Problems, der Wohnungsfrage, zwingt zur industriemäßigen Fertigung von komfortablen Wohnungen. Zwar warten noch viele mit Vorfreude und Ungeduld auf den Tag der Schlüsselübergabe, doch auch ihnen entgeht nicht, dass das Wohnungsbauprogramm in den Plänen der Regierung, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes einen bevorzugten Platz einnimmt. Im Zeitraum 1976 bis 1980 werden im Bezirk Rostock 45.000 Wohnungen gebaut, in erster Linie für Arbeiterfamilien, mit stabilen und niedrigen Mieten, mit Kindergärten, Spielplätzen, Schulen und Kaufhallen direkt vor der Haustür. Und eine wichtige Aufgabe für die Projektanten: mit der rationellen Großplattenbauweise sind immer interessantere architektonische Lösungen zu schaffen. Thank you.
Dort, wo es sich lohnt, vorhandene Bausubstanz zu erhalten, werden ganze Altbauviertel einer gründlichen Verschönerungskur unterzogen. Trotz des erheblichen materiellen Aufwandes bleiben die Mieten niedrig. Der Bezirk Rostock hat heute eine leistungsfähige sozialistische Landwirtschaft. Der Entschluss der Bauern, in den 50er Jahren in Zukunft genossenschaftlich zusammenzuarbeiten, war der wichtigste Schritt von der Kleinfelderwirtschaft zur industriemäßigen Produktion landwirtschaftlicher Güter in den kooperativen Abteilungen. Gerade das Nebeneinander von moderner Technik und ländlicher Idylle macht deutlich, welche Umwälzungen in den letzten Jahren sich vollzogen haben. Kulturhistorisch wertvolles Erbe einer vergangenen Zeit wird von den Bauern sorgfältig gepflegt oder aufbewahrt in landwirtschaftlichen Museen. Für die grundlegenden Veränderungen im Leben der Bauern sind ferngeheizte Neubauwohnungen, Club, Restaurant und Kaufhalle, wie hier im Dorf Mecklenburg, nur äußere Kennzeichen. Wichtiger ist, dass die Bauern während der Arbeit ihre Kinder in guten Händen wissen, dass sie, genau wie ihre Kollegen in der Industrie, geregelte Arbeitszeit, Urlaub und gesichertes Einkommen haben, dass ihnen alle Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Strom aus der Heide, sagt man hier. Die Industrialisierung und die fehlende Rohstoffbasis machen gerade hier die Nutzung der Atomkraft zur zwingenden Notwendigkeit. Im Kernkraftwerk Bruno Leuschner werden in wenigen Jahren 8 Blöcke arbeiten, das heißt eine Gesamtleistung von 3500 Megawatt. Das Produkt und die Technologie stammen aus der Sowjetunion. Die Großbaustelle, wo das Kernkraftwerk seinen zukünftigen Ausmaßen entgegenwächst, ist ein Bauplatz des Sozialistischen Jugendverbandes der DDR. Das heißt, es sind vorwiegend Jugendliche, die hier arbeiten und Verantwortung tragen. Vier Blöcke arbeiten bereits. Und dort, wo die Nervenstränge dieses komplizierten Betriebes zusammenlaufen, tun ebenfalls junge Leute Dienst. Das Durchschnittsalter in den Blockwarten 27 Jahre.
Der technische Fortschritt hat das Gesicht des einst entlegenen und unwirtlichen Landes verändert, aber auch viel der alten Romantik bewahrt. Und so geht von dieser Region ein neuer Reiz aus auf eine neue Künstlergeneration. Allein in den letzten 2 Jahren haben 40 Maler im Nordbezirk eine neue Heimat gefunden. Und das heißt für sie eine Wohnung, ein Atelier und Aufträge. Auf Usedom lebt einer ihrer großen Vorbilder, Otto Niemeyer Holstein, 83-jährig und ein wenig zurückgezogen in einer Umgebung, die ihm wohltut. Die Insel ist seit einem halben Jahrhundert seine Wahlheimat und ihre herbe Anmut regte ihn zu den schönsten seiner Bilder an. Manchmal empfängt Otto Niemeyer Holstein in seinem Atelier junge Gäste, gibt Wissen und Erfahrung weiter und äußert selbstverständlich großes Interesse an den Arbeiten seiner jungen Kollegen. Junge Leute, deren Sportgerät wohl am besten in die Landschaft passt, zu Gast im Bezirk Rostock. Internationale Segelregatten mit prominenten Sportlern gehören schon zur Gewohnheit. Und was für die Aktiven harter Wettkampf, das ist für die Urlauber des Bezirkes das reizvolle Bild, das sich für lange Zeit mit ihren Vorstellungen von der Schönheit dieses Landstriches verbinden wird. Urlaubssaison ist an der Küste immer. Und jede Jahreszeit und jedes Wetter haben ihren besonderen Reiz. Wer den Urlaub an der See liebt, wird kaum die Koffer wegen eines kurzen Sturmes packen. Das Warten auf die wärmende Sonne wird ja dann auch meist belohnt. Der größte Urlauberbezirk der DDR bietet im Jahr allein in gewerkschafts- und betriebseigenen Ferienheimen 1 Million Werktätigen Erholungsmöglichkeiten. 500 Kilometer trennen Ahlbeck und Boltenhagen, den östlichsten von dem westlichsten Ort der Küste der DDR. Neu und anders jedes Stück davon. Auf die Frage, was das Schönste im Bezirk Rostock sei, kann man viele Antworten bekommen. Jede Antwort wird treffend und gut sein. Denn sie spricht von der Zuneigung, die die Einheimischen und ihre vielen Gäste für dieses Land an der Küste empfinden.